Wollen uns die Modelle verschaukeln? Dieses Bild ist übrigens von Januar 2019 am Spitzingsee. Grüße Sie und grüße euch zu einem neuen 16-Tage-Trend. Und es wird immer spannender, was da in den Modellen so drin ist. Wir schauen uns den Norden an. Rote Linie ist klar, das ist das Luftmassenmittel aus 1500 Meter Höhe aus 30 Jahren. Die fette weiße Linie steht für das Mittel aller Modellberechnungen. Alle Modellberechnungen sind hier in bunt. Und da sieht man, dass hinten raus nach Mitte Februar große Ausreißer dazukommen. Außerdem haben wir permanent Niederschläge. Es wird also ziemlich nass. Und die minus 10 Grad Isotherme wird erst nach Mitte Februar im Norden mal tangiert mit ein paar Läufen, die dann tatsächlich Schnee bringen könnten. Im Süden ein ähnliches Bild. Wir haben hier anfangs sogar die Hochwassergefahr mit den starken Regenfällen. Das Ganze geht in Schnee über, dann wird es überdurchschnittlich. Später gehen wir Richtung Durchschnitt und auch hier die großen Ausreißer in Sachen Temperaturen in 1500 Meter Höhe nach Mitte Februar. Aber es wird eine sehr nasse Geschichte. Der Februar wird ein nasser Monat werden, ein sehr nasser Monat, wie es derzeit aussieht. Ziehen wir hier die minus 5 Grad Isotherme ein. Die Schnee steht für Schnee bis ins Flachland. Hier kommt der Schnee einmal in der nächsten Woche. Und dann Richtung Mitte Februar sind immer mehr Läufe dabei, die Schnee bringen können. In den Bergen wird es viel Neuschnee geben nach diesen Aussichten. Apropos Berge, schauen wir mal ganz kurz auf die Alpen-Südseite nach Südtirol und auch rund um den Gardasee, dann Steiermark, Kärnten, Tessin und so weiter. Und hier geht es auch Richtung langjähriges Mittel. Das ist das eine. Aber das andere ist, wir haben es zunehmend mit Tiefdruck zu tun. Auch auf der Alpen-Südseite kommen mit dem Beginn der zweiten Februardekade immer mehr Niederschläge auf. Teils als Regen, teils auch als Schnee bis ganz runter. Welche Wetterlage steckt dahinter? Das ist die gemittelte Wetterlage jetzt für den 17. Februar. Und da ist dann doch eine Änderung zu den Vorläufen drin. Es beginnt zu rappeln und zwar nach Mitte Februar. Wir haben ein Tief über Südosteuropa, wohlgemerkt gemittelt mit dieser nordwestlichen Strömung. Das bedeutet, es ist immer mal wieder Kaltluft mit drin und die warme oder milde Luft vom Atlantik wird so ein bisschen nach draußen gebracht. Es könnte damit Richtung Mitte Februar tatsächlich klappen, dass es zumindest phasenweise mal bis ins Flachland häufiger schneit als bisher. Und die Entwicklung hat unter anderem auch mit dem Polarwirbel zu tun. Und das schauen wir uns in den nächsten Tagen an. Übrigens auch, wie das Jahr in Sachen Nässe weitergeht.